you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we can be true. Herzlich willkommen bei Endboss TV. Wie in jedem Jahr fassen wir auch dieses Jahr wieder die besten Momente der E3 bzw. der E3-Pressekonferenzen der großen Publisher zusammen. Dieses Jahr startete es schon Samstag um 20 Uhr mit der EA-Pressekonferenz. Von EA erwartet man ja bekanntlich nicht gerade viel und sie haben einen nicht enttäuscht, es gab auch nicht wirklich viel. Allerdings war doch positiv anzumerken, dass ein Großteil der Screentime für Indie-Titel reserviert war. Es begann ja bereits vor einigen Jahren, als Unravel 1 vorgestellt wurde und besonders der Chef des Studios Coldwood sehr, sehr sympathisch rüberkam und die ganze Pressekonferenz von EA dadurch ein bisschen besser aussahen ließ. In den Jahren danach folgten dann Spiele wie Fee oder A Way Out. Und dieses Jahr gab es sogar zwei Indie-Titel und denen wurde ziemlich viel Zeit eingeräumt. Zum einen der Nachfolger von Unravel, Unravel 2, bei dem man dieses Mal sogar im Koop spielen kann mit einem blauen kleinen Jani. Das Ganze macht absolut Sinn und wenn man sich den Trailer anschaut mit der unfassbar tollen Musik, dann kann man sich wirklich einfach nur darauf freuen. Darauf freuen? Man kann es sogar jetzt schon spielen. Denn die größte Überraschung war, dass es direkt an diesem Abend nach der Pressekonferenz noch online ging. Das Spiel ist fertig und man kann es für Xbox, PC oder PS4 downloaden für gerade mal 20 Euro. Das war wahrscheinlich die größte Überraschung des Abends. Danach war sehr positiv anzumerken, dass sogar ein kleines deutsches Indie-Studio ein bisschen Screentime bekam. Es kam nämlich eine deutsche Spieleentwicklerin und eben auch die Studiochefin des Studios Yomai aus Berlin auf die Bühne. Vorgestellt wurde das Spiel Sea of Solitude und das macht wirklich einen sehr, sehr, sehr interessanten Eindruck. Sieht so ein bisschen aus wie ein Jump'n'Run Adventure Game, allerdings 3D und in Third-Person-Perspektive und im Trailer nach so sogar zu beurteilen mit Horror-Einflüssen. Besonders der Artstyle sah aber wirklich unfassbar toll aus. Es geht so ein bisschen um das Böse im Menschen oder die dunklen Seiten, die jeder Mensch in sich trägt. Das Spiel sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus und man kann sich darauf freuen. Natürlich wurde auch ein neuer Trailer zu Battlefield 5 gezeigt. Es ging hier dieses Mal um den Multiplayer und der sah schon ein bisschen vielversprechender aus, wie alles, was man beim Ankündigungsstream gesehen hat. Natürlich war auch EA Sports wieder ordentlich vertreten, aber dieses Mal nicht ganz so langweilig und langwierig wie in den letzten Jahren. Relativ schnell für EA-Verhältnisse wurde Madden NFL 19 und natürlich auch FIFA 19 vorgestellt. Bei FIFA 19 war wirklich so die größte Überraschung, dass sie sich dieses Jahr dann endlich noch die Lizenz für die Champions League geschnappt haben. Das dürfte ein herber Schlag in die Magengrube von Konami bzw. Pro Evolution Soccer sein. Damit hat FIFA bzw. EA jetzt nämlich wirklich alle wichtigen Lizenzen des Fußballs. Weitere große neue Überraschungen oder Ankündigungen in der Größe von einem Battlefield oder einem Anthem gab es nicht, dafür aber zum Schluss dann noch neues Bildmaterial von Anthem und das hat wirklich einfach nur richtig Bock auf mehr gemacht. Zum einen einen Cinematic Trailer und dann auch noch eine Menge neues Gameplay, was schon etwas an Destiny erinnert, es dürfte aber doch sehr, sehr anders werden, denn es kommt eben von BioWare und deren Wurzel liegt im Storytelling. Und das wollen sie auch in diesem MMO beweisen, indem sie eben nicht nur eine Story einfach so in die MMO-Multiplayer-Welt einbetten, sondern jeder für sich die Story absolut wie in einem Singleplayer-Spiel genießen kann und man dann aber auch jederzeit in das MMO-Erlebnis switchen kann. Hört sich sehr ambitioniert an, ob das wirklich so gut klappt, was eben andere MMOs noch nicht so hinbekommen haben, das wird sich zeigen. Optisch sieht es auf jeden Fall unfassbar gut aus. Insgesamt natürlich eine wieder etwas maue Pressekonferenz im Gegensatz zum Rest, auch wenn der sich natürlich noch beweisen muss. Aber für EA-Verhältnisse meiner Meinung nach eine absolute Steigerung zu den letzten Jahren. Es kann also auch besser werden und das macht Hoffnung für die nächsten Jahre. Natürlich würde mich jetzt noch eure Meinung interessieren, ab damit in die Kommentare, auf welche Spiele von EA freut ihr euch, war überhaupt was für euch dabei, wie fandet ihr die Pressekonferenz und falls euch das Video gefallen hat, dann natürlich ein Däumchen nach oben und habt noch eine schöne E3 bis zu den nächsten Pressekonferenzen, ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken.